Ja, Erev Tov, alle miteinander. Schön, dass wir uns wieder online sehen, über Zoom sehen. Was wir heute machen wollen, ist über eine sehr, sehr wichtige, große, einzigartige Persönlichkeit reden. Sie kommt in unserem Wochenabschnitt vor. Letzte Woche, diese Woche, noch ein paar Wochen wird sie uns begleiten. In der Tora. Wir reden von Avraham Avinu, unserem großen Vater, Vorvater Avraham Avinu, der sogenannte erste Jude in der Geschichte. Wir wollen unseren Fokus setzen auf das Leben von Avraham Avinu und vor allem auf das, wie die Tora Avraham Avinu beschreibt. Die letzte Parasha und unsere Parasha, das sind die zwei Hauptparashiot, die über Avraham Avinu reden. Und wenn wir uns anschauen, diese zwei Parashiot, wo mehr oder weniger das meiste Leben von Avraham Avinu zusammengefasst ist, dann fällt uns gleich etwas auf. Avraham Avinu war ein Mensch, den Prüfungen heimgesucht haben. Avraham Avinu war ein Mensch, den Gott immer und immer wieder geprüft hat. Immer und immer wieder hat er ihn auf die Probe gestellt. Und wir werden finden, in diesen zwei Parshiot, Lech Lecha und Vayera, 10 Prüfungen, mit denen Gott Avraham Avinu geprüft hat. Nicht einfache Prüfungen, harte Prüfungen, sogar für Avraham Avinu, waren es harte Prüfungen, umso mehr für Normalsterbliche, wie wir es sind. 10 große Prüfungen. Wir wollen diese Prüfungen jetzt durchmachen. Wir wollen verstehen, warum, wozu diese harten Prüfungen für Avraham und wozu Prüfungen für jeden Menschen. Was ist der Sinn der Prüfungen und was können wir daraus lernen? Schauen wir uns an die 10 Prüfungen, die Gott Avraham Avinu stellt. Die allererste Prüfung, die Avraham Avinu bekommt, von der erfahren wir in der mündlichen Überlieferung. Es wurde in Parashat Noach kurz erwähnt. Die erste Prüfung ist die Prüfung in Ur Kasdim, in Charan. Charan, das war der Geburtsort von Avraham Avinu. Und die allererste Prüfung, die er dort bestehen musste, das war seinen Glauben zu Gott beweisen. Der König Nimrod, er war der große Herrscher zu dieser Zeit, er hat sich selbst als einen Gott verherrlicht. Ähnlich wie der Pharao auch später. Nimrod sagte von sich, er ist der einzige Gott. Er ist Gott. Avraham natürlich, schon mit 3 Jahren hat seinen Schöpfer erkannt. Er hat das natürlich verleugnet und er hat es auch auf der Welt verbreitet, dass es gibt nur einen Gott. Dieser Gott hat Himmel und Erde erschaffen und dieser Gott ist so groß und so mächtig, dass er keine Form annimmt, weil er unendlich ist und unbegrenzt ist und so weiter und so weiter. Natürlich, Nimrod wollte sich das nicht gefallen lassen und er hat Avraham Avinu ein Ultimatum gestellt. Entweder du verleugnest diesen unsichtbaren Gott, oder ich werde dich ins Feuer werfen. Avraham Avinu stand fest, war standhaft, überzeugt von seinem Weg. Er sagt, lieber sterbe ich für Gott, aber niemals werde ich Gott verleugnen. Das war die erste große Prüfung von Avraham Avinu und er hat sie bestanden. Er hat sie bestanden und er hat somit umso mehr gestärkt seinen Glauben zu Gott. Hat auch umso mehr den Namen Gottes in der Welt verbreitet. Die zweite große Prüfung ist, dass Gott Avraham Avinu befiehlt, im Alter von 75 Jahren, war schon ein älterer Herr, sein Land zu verlassen, sich auf die Reise zu machen in ein Land, das er nicht kennt, von dem er nicht weiß, wie es dort ist, nur weil Gott gesagt hat, geh in dieses Land. Lech Lecha. Wir denken, das war ein Spaziergang.
Das war wie heute, die Koffer packen und auf Urlaub fahren, Aliyah machen nach Eretz Israel, aber das war nicht so einfach. Ja, stellen wir uns das mal vor, zu jenen Zeiten, man reitet auf Kamelen, die Wüste war gefährlich wie kein anderer Platz. Avraham Avinu war schon betagt, Avraham Avinu hat in seinem Land aufgebaut, alles. Er hat dort schon seinen Ruf gehabt, seinen Platz gehabt, seine Anhänger gehabt, seine Synagoge gehabt, ihm hat nichts gefehlt. Und Gott sagt ihm, pack ein alle deine Sachen, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ohne zu detaillieren, was, wie, wo, Avraham geht. Er hört auf Gott, er verlässt alles, was er hat, nimmt ein paar Koffer mit, reitet auf das Kamel und marschiert los. Zweite große Prüfung. Alles zu verlassen auf Gottes Befehl. Die dritte Prüfung ist, dass er in das Land kommt, das Gott ihm verspricht. Und dort gibt es Dürre, Hungersnot. Es hat schon lange nicht geregnet, die Leute haben nichts zu essen. Avraham Avinu hat sich die ganze Mühe gemacht, um in das neue verheißene Land zu kommen. Und schließlich, er kommt an und was erwartet ihn? Kein verheißenes Land, in dem Milch und Honig fließen, sondern ein Land, wo es nichts gibt, wo die Menschen vor Hunger sterben. Das ist das Land, in das Avraham Avinu geht. Gezwungenerweise, Avraham Avinu musste das Land gleich verlassen und zieht Richtung Ägypten. Avraham kommt an in Ägypten, die nächste Strapaze. Seine Frau Sarai ist wunderschön und der Pharao möchte Sarah für sich nehmen, zu seiner Frau. Stellt euch das vor, ein Mann kommt mit seiner Frau, er hat niemand anderen. Er kommt in ein fremdes Land, das allererste, was man ihm dort sagt, an der Grenze, diese Frau zum Pharao, sie gehört ihm nicht mehr. Und wer zum Pharao geht, kommt normalerweise nicht mehr zurück. Das heißt, das war eine große Prüfung. Avraham versteht nicht. Gott schickt, in meinem Land hatte ich alles. Er schickt mich in ein anderes Land und dort gibt es Dürre und dann muss ich ziehen nach Ägypten. Und dort, nicht nur, dass es ein anderes Land ist und ich weiß gar nicht wohin und wo, auch meine Frau nimmt man mir weg. Also, das war eine harte Prüfung. Das war Prüfung Nummer 4. Prüfung Nummer 5. Schließt endlich Avraham Avinu kriegt seine Frau zurück, Baruch Hashem. Er zieht wieder zurück ins geheißene Land, weil der Pharao ihn von dort vertrieben hat aus Ägypten. Er kommt in das verheißene Land zurück. Sein Neffe Lot, der ihn bis jetzt begleitet hat, geht andere Wege. Avraham geht andere Wege. Lot geht nach Sodom und Amora, Avraham ist woanders und die Treue erzählt uns von einem großen Krieg, der stattgefunden hat. Zu jener Zeit, der Krieg der 4 Könige gegen die 5 Könige. Im Laufe dieses Krieges, Lot wird gefangen genommen und Avraham sieht sich in einer Situation, er hat keine Wahl, das ist sein Neffe und er zieht in den Krieg. Nochmal, Avraham war zu dieser Zeit schon ein betagter Mann. Er war schon fast 100 Jahre alt zu dieser Zeit. Und dennoch, er zieht in den Krieg, er weiß nicht, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Aber es ist auf jeden Fall eine Strapaze. Das alles hat er nicht in seinem Land, wo er gelebt hat. Seitdem er auf Gottes Befehl gehört hat, hat er nur Strapazen. Und er zieht in diesen Krieg, um seinen Neffen zu retten. Baruch Hashem, er kommt unbehütet zurück. Die 6. Prüfung. Avraham ist bereits 99 Jahre alt. Die 6. Prüfung, Gott schließt mit Avraham einen Bund. Brit Ben Abeterim heißt das. Er schließt mit ihm einen Bund und sagt ihm, Avraham Avinu, hör gut zu. Das Land, in dem du lebst, möchte ich dir geben. Und ich möchte dich mehren. Du sollst ein großes Volk. Und deine Nachkommen werde ich mein Wort geben auf dem Berg Sinai, die Torah. Aber, sagt Gott zu Avraham, du musst wissen, dein Volk, deine Nachkommen, bevor sie die Tora bekommen, werden 400 Jahre in Sklaven sein müssen in Ägypten. Nicht nur das, dein Volk im Laufe der ganzen Zeit, bis der Maschiach kommt, sie werden immer verfolgt werden. Sie werden immer geschlagen werden. Sie werden immer leiden unter dem Hass der Völker der Welt. Bist du bereit dafür, Avraham? Fragt Gott Avraham. Bist du bereit
für diese Sache? Bist du bereit, mein Auserwählter zu sein, dass aus dir mein Volk entsteht und sie all das durchmachen müssen? Bist du bereit dafür? Wenn du nicht bereit bist, ist kein Problem. Ich werde mir jemand anderen suchen. Aber bist du bereit dafür oder nicht? Das war diese Bundschließung. Gott schließt mit Abraham Bund und sagt ihm, du musst mir schwören, dass du dafür bereit bist, dass das alles deinem Volk widerfährt. Sklaverei in Ägypten und alle anderen Exile, bis der Maschiach kommt. Abraham ist eine große Prüfung. Abraham muss entscheiden, nicht nur für sich, für sein Kind. Abraham muss entscheiden für sein Volk, für seine Nachkommen, bis zu unserer Zeit. Abraham muss entscheiden, möchte ich das, möchte ich diesen Bund mit Gott? Möchte ich sein Auserwählter sein und dafür alle diese Qualen haben? Nochmal, wenn es um mich geht, sagt Abraham, ich bin bereit, aber ich muss hier Verantwortung übernehmen für mein Volk in allen Generationen nach mir. Es war für Abraham eine große Prüfung. Eine große Prüfung. Aber Abraham, er hat sich entschieden, er muss, er soll so sein. Denn es ist für die Tora, um auserwählt zu sein, muss man ein bisschen, muss man leiden, um auserwählt zu sein. Das mögen andere nicht immer. Aber es ist es wert. Es ist es wert für die Tora. Es ist es wert für die Verbundenheit, für den Bund mit Gott. Und Abraham sagt, ja, ich bin bereit. Dann die Tora erzählt ganze Spektakel, wie dieser Bund, wie das ausgeschaut hat, was er dort alles gesehen hat, Zukunftsvisionen und so weiter und so weiter. Aber das war eine harte Prüfung für Abraham, diese Entscheidung zu fällen für alle Generationen nach ihm. Die siebte Prüfung von Abraham war die Brit Mila. Mein Brit Mila mit 99 Jahren befiehlt ihm Gott, du musst dich jetzt beschneiden. Gott befiehlt ihm das nicht, als er war 20. Auch dort wäre das nicht so einfach gewesen. Aber mit 99, früher gab es nicht so wie heute ein Skalpell. Sicher gab es keine Betäubungen. Man hat genommen ein Messer, einen Stein, hat ihn schön scharf gemacht. Mit einem Stein hat man geschnitten. Und Abraham musste selber schneiden. Der Midrasch erzählt, dass Abrahams Hand so gezittert hat vor Angst, dass Gott ihn an der Hand halten musste, um ihn zu führen. Abgelikach. Das heißt, Abraham hatte große Angst. Abraham wusste noch, dass ihm noch ein Sohn geboren werden sollte, Yitzchak. Und dort soll er schneiden und wenn was schief geht, Gott behüte, Chas v'Shalom, dann wäre alles vorbei. Also es war eine irrsinnige Prüfung. Brit Mila für Abraham war eine Prüfung. Das war die siebte Prüfung. Die achte Prüfung. Wieder muss Abraham ziehen aus dem Heiligen Land. Und dieses Mal zieht er in das Land der Philister. Das ist das heutige Gaza, Aschkelon, ja, am Meer dort. Und wieder Sarah wird ihm genommen. Auch das, diese Geschichte wiederholt sich. Beim ersten Mal hat Gott ein Wunder getan. Was wird beim zweiten Mal sein? Man weiß nicht. Man darf sich nicht auf Wunder verlassen. Und wieder Abraham lebt mit dieser Angst. Was wird mit meiner Frau Sarah? Was wird ihr angetan? Achte Prüfung. Die neunte Prüfung eignet sich viele, viele Jahre später. Yitzchak wird geboren. Abraham endlich, nach langer Zeit, hat seinen Sohn Yitzchak. Er hat Ishmael. Er hat zwei Söhne, beide Söhne. Er zieht er auf dem richtigen Weg. Er zieht sie in dem Glauben an einen Gott, in den Glauben der Werte, der Ethik, der Moral, der Menschlichkeit. Aber dennoch passiert etwas. Und Sarah sagt Abraham, schicke dieses Kind und seine Mutter weg. Ishmael und Hagar, seine Mutter, schickt sie weg. Er streitet mit meinem Sohn Yitzchak über deine Erbschaft. Sie streiten unter sich, wer wird wie viel bekommen. Nicht nur physische Erbschaft, Abraham war sehr reich, sondern spirituelle Erbschaft. Wer wird dein Nachfolger sein? Dein spiritueller Nachfolger auch. Und Sarah sagt Abraham, schick ihn weg. Für Abraham war das der dunkelste Tag in seinem Leben. Sein Sohn, Abraham hat beide seine Söhne geliebt. Sie waren beide seine Söhne. Er hat beide erzogen. Er war der Vater von beiden Kindern. Und es hat ihn sehr hart getroffen, diese Forderung von Sarah. Und er wollte das nicht machen. Gott musste ihn involvieren und musste Abraham sagen, hör auf Sarah, sie weiß, was sie sagt. Alles, was Sarah dir sagt, sollst du machen. Das heißt also, Abraham mit schwerem Herzen hat Ishmael und Hagar weggeschickt. Das war die neunte Prüfung, die Gott Abraham gestellt hat.
So Gott prüft Abraham aus jedem, aus jeder hin von verschiedenen Prüfungen, verschiedene Perspektiven. Einmal er, einmal seine Kinder, einmal seine Frau. Und dann kommt die 10. Prüfung. Abraham ist schon 127 Jahre alt. Und Gott befiehlt ihm: Nimm deinen Sohn Izhak, der dir noch geblieben ist, und opfere ihn für mich. Also das war die Prüfung. So eine Prüfung, niemals hat Gott einem Menschen so eine Prüfung gestellt. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, nach all dem, was du durchgemacht hast, und opfere ihn für mich. So, das sind die 10 Prüfungen, die Abraham durchmachen musste für Gott. Jede Prüfung ist eine Bombe an sich, vor allem die letzte Prüfung. Und die große Frage ist, warum? Warum prüft Gott Abraham mit so vielen Prüfungen? Wozu? Warum ist eine Prüfung nicht genug? 2 Prüfungen, 10 Prüfungen und so gewichtige, harte Prüfungen. Warum? Die Antwort ist eine Antwort für alle 10 Prüfungen, und es ist eine sehr harte Antwort. Schauen wir uns an, was hier passiert. Gott macht Abraham Hoffnungen und dann zerschmettert er sie. Gott verspricht Abraham und am Schluss die große Enttäuschung, es erfüllt sich nicht. Das ist der gemeinsame Nenner dieser 10 Prüfungen. Gott sagt, ich gebe dir, und dann Gott nimmt wieder weg. Gott sagt, so und so wird sein, und dann erfüllt es sich nicht. Heißt, diese Hoffnungsmacherei und dann die erbitterte Enttäuschung, das passierte die ganze Zeit. Wir sehen das sehr schön bei der 2. Prüfung. Gott sagt Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein schönes Land. Abraham freut sich. Es ist schwer, aber er sagt, Gott gibt mir sicher was Gutes. Er macht sich diese Mühe und dann, boom, nichts zu essen. Nee, er muss wegziehen von dort. Gott, warum versprichst du mir etwas, das du nicht einhältst? Und dann die letzte Prüfung. Gott verspricht Abraham einen Sohn, Izhak. Und dann, er hat ihn endlich und so weiter, mit 36 Jahren, als er 36 wurde, sagt ihm Gott, opfere ihn für mich. Wieso versprichst du mir ein Kind und dann sagst du, dann nimmst du ihn mir wieder weg. Ja, es wird erklärt, dass Gott 2 große Versprechen an Abraham gegeben hat. Dass er ein Land bekommt und dass er viele Kinder bekommt, so zahlreich wie die Sterne. Diese 2 Versprechen, Gott verspricht sie, aber er hält es nicht ein. Er hält es nicht ein in diesem Moment, also später ja, aber für Abraham, es kommt nicht so raus. Er gibt ihm ein Land und er hat es, dass er am Schluss, Lot streitet mit ihm über das Land, der muss 2-mal aus dem Land ausziehen. Dann endlich hat er Kinder und auch hier Ishmael muss er wegschicken und Izhak muss er beinahe opfern. Also warum? Gott macht Hoffnung und dann zerstört er sie. Was ist der Sinn von diesen Prüfungen? Warum gibt Gott Abraham diese Prüfungen, diese harten Prüfungen? Was steckt dahinter? Wir sind gewohnt zu denken, dass was ist eine Prüfung? Eine Prüfung soll testen, ob der Mensch in der Lage ist, etwas zu tun. Ja, wie man ihn eben prüft. Ja, wenn ein Lehrer einen Test seinen Schülern gibt, dann will er herausfinden, kann der Schüler den Lernstoff oder kann er ihn nicht. Ja, die Prüfung ist immer ein Test. Kannst du das oder kannst du das nicht? Aber wir können nicht so die Prüfungen bezüglich Abraham erklären. Aus 2 Gründen nicht. Erstens, weil Abraham bereits nach der 1. Prüfung, als er bereit war, für Gott zu sterben, ja bewiesen hat, dass er für Gott bereit ist, alles zu tun. Und zweitens, Gott weiß doch genau, zu was der Mensch in der Lage ist. Gott hat doch den Menschen erschaffen. Er weiß, was er erreichen kann und was nicht. Wozu prüft dann Gott den Menschen? Das gilt nicht nur für Abraham, das gilt für alle Menschen. Wozu gibt Gott einem Menschen Prüfungen? Damit Gott weiß, was der Mensch machen kann. Gott weiß es sowieso. Gott muss nicht prüfen, um zu wissen. Gott ist nicht ein Mensch, der nicht weiß, und deshalb stellt er eine Prüfung, um zu schauen. Gott weiß alles. Also warum prüft Gott Abraham?
Welchen Sinn haben diese Prüfungen? Um zu beweisen, Gott braucht nicht für sich. Wir müssen also davon ausgehen, dass der ganze Sinn der Prüfungen nicht ist, um zu schauen, wozu ist der Mensch in der Lage, weil Gott weiß es. Sicher bei Abraham. Nein, der Sinn der Prüfungen ist ein anderer Sinn. Gott prüft nicht den Menschen, um zu schauen, was er kann. Gott weiß es. Gott prüft den Menschen, damit der Mensch selbst herausfindet, was er kann. Gott weiß genau, was wir können. Er hat uns kreiert. Er kennt unsere Kräfte. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Aber wir kennen uns oft nicht gut genug. Gott bringt Prüfungen über den Menschen, damit der Mensch herausfindet, was er kann. Damit der Mensch sich beweisen kann, wozu er in der Lage ist. Und das Prinzip ist ein einfaches Prinzip. Es gibt eine Regel in der Physik, die sagt so, dass der Mensch wird niemals mehr Kraft einsetzen, als was er braucht. Zum Beispiel, wenn ein Mensch sein ganzes Leben nur geht, wird seine Fußmuskulatur darauf fokussiert sein, nur zu gehen. Aber der Mensch wird nicht lange laufen können. Es wird nicht gehen, weil der Mensch wird nur diese Kraft anwenden, die er wirklich braucht. So, was muss man tun, damit der Mensch mehr Kraft hat, ein Potenzial entdeckt, das vorher bei ihm geschlummert hat, von dem er nicht wusste? Er muss irgendeinen Widerstand benutzen. Es muss irgendein Widerstand eingesetzt werden auf den Menschen, gegen den Menschen. Und er widersetzt sich dem, er kämpft gegen diese Sache an, um es zu überwinden. Und auf einmal der Mensch entdeckt, dass er Kräfte hat, die er vorher nicht gekannt hat. Das heißt, eine Prüfung Gottes bedeutet, dass Gott bei den Menschen Kräfte erwecken möchte, die er nicht kennt. Gott prüft, damit der Mensch herausfinden kann, wozu bin ich in der Leistung. Und Gott stellt nicht eine Prüfung, die der Mensch nicht bestehen kann. Denn Gott weiß genau, was der Mensch kann. Der Sinn der Prüfung ist nicht, dass der Mensch es nicht schafft und dann ist er demotiviert. Der Sinn der Prüfung ist, damit der Mensch weiß, bis zu welchen Grenzen er gehen kann. Das ist der Sinn der Prüfung. In anderen Worten, eine Prüfung ist Gottes Weise zu sagen, ich weiß, dass du das machen kannst und jetzt musst du dir das selbst beweisen. Wenn Gott einen Menschen prüft, will er den Menschen sagen, ich weiß, wozu du in der Lage bist und ich vertraue darauf, dass du das auch erkennst. Ja, eine Prüfung ist nicht, um den Menschen zu stören, es ist, um ihm Kräfte zu mobilisieren. Das ist der Sinn einer Prüfung. Jetzt verstehen wir, warum Gott prüft Abraham die ganze Zeit. Er prüft ihn, um ihn zu steigern. Er prüft ihn, um ihn in Kräfte zu erwecken, die bis jetzt bei ihm geschlafen haben, von denen er nichts wusste. Deshalb prüft Gott noch einmal und prüft Gott noch einmal mit jeder Prüfung, die er Abraham gibt. Er macht ihn höher und höher. Er perfektioniert seinen Glauben, perfektioniert sein Vertrauen in Gott. Das ist der Sinn der Prüfungen gewesen bei Abraham. Und das ist der Sinn der Prüfungen bei jedem Menschen auch. Ja, und so erklärt die Lehre der Chassidut, dass das Wort Nisayon, Prüfung, es kommt ein Wort Nes. Nes bedeutet Wunder, das wissen wir. Aber warum, was ist denn Wunder? Ein Wunder ist eine Sache, die gleich auffällt. Ein Wunder ist eine Sache, jeder bemerkt es gleich. Das ist auch ein Nes. Ein Nes ist eine Sache, das ist wie eine Fahne auf einem hohen Masten. Alle sehen die Fahne. Es ist hoch oben. Das ist der Sinn der Prüfungen. Die Prüfung soll den Menschen nach oben bringen. Der Mensch besteht eine Prüfung, er steigt noch weiter nach oben. Ja? Jetzt schauen wir uns an, ich möchte euch vorlesen, was der Friediger Rebbe, Rabbi Harayas, der Schwiegervater des Lubavitcher Rebben, er schreibt in einem seiner Briefe, das etwas einerseits sehr, 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 sehr Erschreckendes, aber auch sehr Erstaunliches. Rabbi Harayas hat viel durchgemacht, um das Judentum in Russland, in dem Kommunismus am Leben zu erhalten.
Er hat das an seinem Fleisch und Blut gespürt. Er wurde geschlagen in den kommunistischen Kerkern. Schluss ist er nach Amerika gekommen. Aber er war danach sehr krank, ist auch gestorben an Krankheiten, an all dem Leid. Er hat sich von dem Leid nicht erholt und von den Qualen, die ihm die Kommunisten angetan haben. Und er schreibt folgende Worte und ich möchte es frei übersetzen. So schreibt er in einer seiner Briefe bezüglich Prüfungen. Außer den gewöhnlichen Epochen in den Lebensjahren des Menschen, die Kindheit, die Jugend und so weiter, und außer den Talenten, die ein Mensch hat, seinen Angewohnheiten, ja, der eine ist gescheiter, der andere hat so ein Talent, und außer der Natur, die der Mensch hat, sei er trauer, fröhlich oder seriös, lustig, streng, gütig. Ja, außer all diesen Dingen, die jeder Mensch hat. Und das ist, bei jedem Mensch gibt es mehr oder weniger diese Standardphasen im Leben und Standardverhaltensmuster. Dann schreibt der Rabbi Rayatz, außer all diesen Dingen bringt die göttliche Lenkung den Menschen in Situationen, in besonderen Situationen, wo er seine Natur verändern muss und wo er sein innerstes Potenzial erwecken muss, um ihn ganz, ganz nach oben zu bringen. Und der Rebbe Rayatz sagt, diese besonderen Situationen und Epochen und Zeiten im Leben, das sind diese Situationen, wo der Mensch viel Leid ertragen muss für das, was er tut und für das, was da steht, sei es Leid am Körper, sei es Leid an der Seele. Diese Zeit, obwohl sie so, so schwer ist für den Körper und die Seele, sie bringt den Menschen so weit nach oben wie keine andere Sache in seinem Leben. So der Rebbe Rayatz schreibt, dass Gott bringt den Menschen diese Zeiten, diese schwierigen Zeiten. Der Mensch fragt, warum und wieso, wieso habe ich mir das verdient? Aber die Betrachtung muss eine andere sein. Alles, was der Mensch in seinem Leben erreichen kann, das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Mensch erreicht an Stärke, an Glaube, an Reife, wenn er schwierige Zeiten durchmacht und dabei stark bleibt. Das kann nichts ersetzen. So, das ist also die Bedeutung der Prüfungen allgemeinen und speziell die Prüfungen von Avraham Avinu, der erste Jude, wo Gott jemanden formen musste, jemanden auf ein Niveau bringen musste, weil er gewusst hat, dass von ihm ein Volk kommt, das so viel durchmachen muss und so stark sein muss. Deshalb musste das auch schon so einen Anfang haben mit dem Gründer des jüdischen Volkes. Deshalb alle diese Prüfungen. Ich habe eine Geschichte, die bekannt ist und trotzdem sehr, sehr groß, was die Kraft, was die Bedeutung der Prüfungen sind. War ein Shaliach Chabad, ein Chabad-Rabbiner in Holland. Und er hat einen jungen Mann zum Judentum näher gebracht. Und immer, wenn er ihn eingeladen hat zu sich zu Shabbat, er wollte nicht kommen. Er ist gekommen zu Torahstunden. Aber Shabbat, er wollte nicht kommen. Und er hat ihn einmal zur Rede gestellt. Und der junge Mann sagte ihm, Herr Rabbiner, ich sage Ihnen die Wahrheit, ich habe ein nicht-jüdisches Mädchen kennengelernt. Wir haben uns verliebt und wir wollen heiraten. Wir wollen heiraten. Und der Chabad-Rabbiner, er hat versucht, ihn zu überreden, aber er sollte nicht helfen. Aber er hat ihm gesagt, schau, ich bitte dich, komm mit mir zum Lubavitcher Rebbe nach New York. Und ich verspreche dir, dass wenn du zu ihm kommst, werde ich auf deiner Hochzeit sein mit den nicht-jüdischen Mädchen. Er war einverstanden. Der ist zum Rebbe gekommen, der Rebbe hat Dollars verteilt, jeden Sonntag. Und er hat dem Rebbe die Geschichte erzählt und der Rebbe hat gesagt, drei Wörter, ich beneide dich. Und er war außer sich, er hat das nicht verstanden. Was meint der Rebbe, wie kann der Rebbe ihn dafür beneiden? Dass er ein nicht-jüdisches Mädchen hat und mit ihr heiraten möchte. Und der Rebbe hat ihm gesagt, wisse, eine Prüfung ist eine Leiter nach oben.
Je schwieriger die Prüfung ist, desto höher ist die Leiter. Der Mensch muss die Prüfung als eine Gelegenheit sehen, mit der er nach oben steigen kann. Und dafür beneide ich dich. Gott hat dir eine Gelegenheit gegeben, so hoch aufzusteigen, die ich nie hatte und nie haben werde. Der junge Mann hat das gehört. Nach der Dollarverteilung hat er sich auf eine Bank gesetzt, hat sich ausgeheult, hat gesagt, so, das war's. Ich habe verstanden, wozu mir Gott das gegeben hat. Nur, damit ich durch diese Prüfung, durch diese Sache aufsteigen kann. So, das ist eine Erklärung dafür, wozu prüft Gott Abraham. Okay, um ihn zu stärken. Schön und gut, aber diese Erklärung ist nicht gut genug. Vor allem erklärt sie nicht die 10. Prüfung von Abraham. Gott prüft nach 9 Prüfungen sind nicht genug. 9 Prüfungen sind doch genug. Und dann kommt eine 10. Prüfung. Opfere deinen Sohn. Was ist das für eine komische Prüfung? Vor allem, weil es auch falsch verstanden werden könnte. Judentum opfert Menschen. Gott behüte. Das ist doch verboten. Alle anderen Prüfungen, Abraham musste nicht ein Verbot übertreten. Und hier Gott sagt ihm, übertrete ein Verbot, töte Menschen. Warum diese Prüfung? Gott hätte ihm andere Prüfungen geben können. Verbrenne dein Geld, verbrenne dein Eigentum. Es gibt Menschen, für denen ist Geld wichtiger als Leben. Ja? Also, und Abraham war reich, hatte sehr viel Geld. Aber wie Gott prüft ihn mit einer Sache, die völlig unlogisch ist, die abgesehen davon, dass es völlig unmenschlich ist, es ist auch völlig unlogisch. Was hat Gott davon? Inwiefern wird hier der Glaube zu Gott in der Welt verbreitet? Was hat das für einen Sinn? Also, warum stellt Gott Abraham so eine Prüfung? Opfere deinen Sohn. So, wir müssen also davon ausgehen, dass die Prüfungen an Abraham und vor allem diese 10. Prüfung, sie waren viel mehr als nur einen Menschen nach oben zu bringen. Schauen wir uns an, diese 10. Prüfung von Abraham. Es gibt viele Menschen, die Gutes tun. Viele Menschen Gutes tun mit guten Absichten. Und nichtsdestotrotz, jeder Mensch, egal wie gut er ist und wie viel Gutes er tut, er versucht irgendetwas damit zu erreichen. Für sich. Er versucht irgendetwas für sich zu erreichen. Egal wie viel Gutes du tust, aber du bewahrst dir irgendetwas für dich auch auf. Ja. Und jeder Mensch, er kann in sich gehen, er kann, manchmal ist das sehr tief im Inneren drinnen und man merkt es gar nicht. Aber schließlich wird man herausfinden, dass man irgendetwas erreichen möchte. Ja, der eine möchte erreichen einen guten Platz in Gan Eden. Deshalb er hilft, er lernt, er betet. Der andere möchte erreichen für die Eltern, Lilui Nishma, den Seelenaufstieg der Eltern. Und der dritte möchte die Welt verändern, der vierte möchte den Maschiach bringen. Aber wir tun Dinge und wir wollen damit irgendetwas erreichen. Wir verfolgen irgendein Ziel mit den Dingen, die wir tun. Das heißt, wir schaffen es nicht wirklich, uns von dieser Ego-Kiste zu befreien, wo wir nicht im Spiel sind. Wir schaffen das nicht. Immer sind wir im Spiel und immer schauen wir, was können wir davon haben. Und ich rede auf den feinsten Ebenen. Ich rede nicht einmal über grobe Sachen wie Ehre, wie Materialismus, davon rede ich gar nicht. Ich rede wirklich auf sehr hohen Ebenen. Aber auch jemand, der die Dinge tut, um sich an Gott zu binden, auch er will etwas für sich, denn er möchte sich an Gott binden. Sein Gewinn ist seine Bindung zu Gott. Aber all das ist nicht echt. All das ist nicht wahr. All das ist nicht für die Wahrheit. Wenn ein Mensch etwas tut, weil er was davon hat, weil er sich davon etwas erwartet, dann tut er es nicht der Wahrheit wegen. Denn wenn du etwas für die Wahrheit tust, dann bist du gar nicht mehr im Spiel. Es geht dann überhaupt nicht mehr um dich in dieser Geschichte. So, und das ist, was Gott mit Abraham gemacht hat. Schauen wir uns an.
Gott prüft Abraham, macht ihm Hoffnung und zerschmettert sie wieder. Gott sagt Abraham, nimm deinen einzigen Sohn, opfere ihn für mich. Was will Gott damit erreichen? Er möchte Abraham in eine Situation bringen, wo er nichts mehr davon hat, wo er keinen Profit hat, keinen Nutzen hat, wo Abraham in keiner Weise versteht, warum will das Gott von mir? Was ist der Sinn dahinter? Er möchte Abraham in eine Situation bringen, wo er sich gänzlich beiseite legt und begreift, es bringt mir gar nichts und es schadet mir sogar. Und nichtsdestotrotz mache ich es, weil Gott es mir gesagt hat, der Wahrheit wegen. In dieser Situation bringt Gott Abraham bei jeder Prüfung und vor allem bei der 10. Prüfung. Schauen wir uns die 10. Prüfung an. Was sagt Gott zu Abraham? Nimm deinen Sohn, opfer ihn für mich. Gott sagt Abraham nicht nur, nimm deinen Sohn, opfer ihn für mich und überwinde deinen väterlichen Instinkt, dein väterliches Erbarmen über dein Kind. Nicht das sagt Gott Abraham. Gott sagt Abraham vielmehr. Gott sagt Abraham, nimm dein Kind, opfere deinen Sohn für mich, opfere deine Agenda für mich, opfere deine Ideologie für mich, opfere deinen Glauben für mich, opfere alles, wofür du gelebt hast, für mich. Denn wir müssen bedenken, Yitzhak war der einzige spirituelle Nachfolger von Abraham. Gott hat Abraham gesagt, du kriegst deinen Sohn Yitzhak, er wird dein Nachfolger sein. Jetzt, wo Abraham diesen Sohn opfern soll, opfert er nicht nur seinen Sohn, er opfert dir auch den Glauben an den Gott. Er opfert dir auch die Verbreitung dieses Glaubens, denn er war schon fertig damit, mehr oder weniger. Yitzhak sollte es weiterführen. Aus Yitzhak sollte schließlich das jüdische Volk entstehen. Yitzhak sollte, dieses Volk sollte die Tora bekommen. Gott sagt dir, Abraham, alles, wofür du bis jetzt gelebt hast, opfere es, verbrenne es. Abraham war sich bewusst, dass mit dieser Tat er wird alles verlieren, wofür er gelebt hat. Sogar der Glaube an Gott, er wird sozusagen Gott auch begraben damit. Weil wer sollte diesen Glauben weiterführen? Gott hat Abraham entleert. Kein Nutzen, kein Sinn darin. Alles umsonst, ohne irgendeine Logik. Völlig irrsinnig, wahnsinnig. Das, wo Gott wollte Abraham in diese Ecke bringen, er wollte in ihm offenbaren, die Fähigkeit für Gott bereit zu sein, ja, gleich machen wir weiter. Hat sich kurz ausgeschaltet. Ja. Gut. Ich hoffe, bis wohin habt ihr gehört? Ja. Also Gott wollte in Abraham offenbaren, diese Fähigkeit, ihm wirklich alles zu geben. Das war der Sinn von allen Prüfungen und vor allem von dieser letzten Prüfung. Vielleicht sagen wir es in anderen Worten. Gott wollte, dass Abraham auch aufopfert das letzte Ego, das ein Mensch haben könnte. Und das ist die Frage, warum. Der Mensch kann alles hergeben. Er kann bereit sein, alles zu tun für eine Sache, aber warum, wird er fragt, aber warum? Ich bin bereit, es zu tun. Erkläre mir nur, warum, Gott. Oft, wir machen Dinge und wir verstehen nicht, warum. Und wie trösten wir uns?
Wir sagen, aber es wird schon einen Grund haben. Gott weiß, was er tut. Gott hat schon einen Grund. Wir verstehen den Grund nicht, aber wir trösten uns damit, dass es irgendeinen Grund hat. Und Gott wollte Abraham auch das wegnehmen. Das letzte Stückel Ego, das letzte Stückel Gefühl von ich hab was davon, denn ich verstehe, Gott sagt, auch das nehme ich dir weg. Und Abraham hat seinen Sohn genommen, einzig und allein, weil Gott es gesagt hat, ohne warum zu fragen, ohne zu verstehen warum. Und er war bereit, alles aufs Spiel zu setzen, nur weil Gott gesagt hat. Nur deshalb. Also das war eine Prüfung. Das war eine Prüfung. Das war eine Prüfung ohne Wenn und Aber und nicht einmal warum hat Abraham gefragt. Also wirklich gänzliche Hingabe zu Gott in jedem Millimeter von Abrahams Körper, von Abrahams Seele, von Abrahams Verständnis. Das ist das erste Mal, wo Abraham gesagt hat zu Gott, Gott, nimm mich gänzlich, ich gehöre einzig und allein dir. In unserer Sprache, diese Prüfung, diese letzte Prüfung von Abraham soll uns beibringen, dass es gehört zum Wesen des jüdischen Volkes, dass wir auf Prüfungen, auf Überraschungen Gottes bereit sein müssen. Gott macht uns Prüfungen, Gott überrascht uns und wir verstehen nicht, warum, wieso. Aber das gehört zu unserem Wesen dazu. Denn Gott möchte uns zeigen, wie stark unsere Bindung zu ihm wirklich ist. Im Laufe des Lebens, wenn alles normal ist, wir spüren das nicht so sehr. Aber hin und wieder, Gott bringt uns Überraschungen. Und dann sagt er uns, du kannst mehr. Du musst nur an dich glauben. Du hast in dir so welche Kräfte. Ich möchte sie hervorbringen. Deshalb bringe ich dir Dinge, wo du warum fragst, es wird dir nicht helfen. Und du machst es, weil ich es dir gesagt habe. Ja? Wir oft denken, dass wir schreiben, wie das Leben funktionieren soll und Gott muss es ausführen. Ja, wir fragen, warum ist das nicht passiert? Warum und wieso? Und ich verstehe nicht und ich möchte das nicht. Wir müssen checken, das ist nicht so. Gott, er schreibt das Leben. Er schreibt das Buch des Lebens. Er führt die Regie. Und nur er entscheidet, wie Dinge passieren müssen. Ja? Und nicht Gott arbeitet für uns. Wir arbeiten für ihn. Und deshalb entscheidet er, wie wir gehen, wo wir gehen, was passiert, wie es passiert. Unsere Aufgabe ist es, richtig zu reagieren und hin und wieder und immer wieder uns zu beweisen, dass wir können und dass wir das Richtige tun und wirklich mit Gott gehen in jeder Situation. Und anhand dessen, was wir gerade erklärt haben, verstehen wir auch den großen Unterschied zwischen all den Menschen, die bereit waren und sind, für ihre Überzeugung zu sterben, sich aufzuopfern, vieles zu verlieren und das, was Abraham bereit war zu tun und wir alle in der Lage sind zu tun, durch Abraham Avinu, weil wir das von ihm bekommen haben, vererbt haben. Abraham Avinu war bereit, sich aufzugeben, ohne irgendeinen Nutzen zu haben. Nicht so bei anderen Leuten, die bereit sind zu sterben für Überzeugungen, für Glaube. Niemand von ihnen macht das aus wahrer Hingabe zu Gott. Sondern jeder lässt sich ein Stückel von Eigennutzen beiseite. Der eine macht das für einen Garten Eden, den er sich vorstellt. Und der andere macht das, dass seine Idee auf der Welt weiter existiert. Und der dritte macht das, weil für ihn seine Überzeugung wichtiger ist als das fleischige Leben. Der vierte macht das für seine Kinder. Jeder macht das und hat irgendeinen Nutzen dabei. Aber nicht zu Avram. Avram Avinu war bereit, seinen Sohn zu opfern, seinen Glauben zu opfern, seine Ideologie zu opfern, alles zu opfern, ohne einmal zu wissen, warum und wieso. Was, welchen Sinn hat das? Es wird erzählt, so erzählen Chassidim. Ihr habt sicher gehört über Sokrates. Sokrates war ein sehr bekannter Philosoph.
Und er war sehr revolutionär in seinem Denken und für die Herrscher seiner Zeit, das hat ihnen nicht gefallen und sie haben ihn zum Tode verurteilt. Oder wenn er ableugnet seine Ideen, dann kann er leben. Und wenn er es nicht ableugnet, wieder zum Tode verurteilt. Und Sokrates war nicht bereit, es zu verleugnen. Er war ein Mann, der an seine Prinzipien geglaubt hat. Er sagt, nein, lieber sterbe ich für meine Prinzipien. Ich leugne sie nicht ab. Man hat ihn hingerichtet. Und so erzählen Chassidim im Namen von Admor HaZaken, alter Rebbe, dass nachdem Sokrates hingerichtet wurde, ist aufgestiegen zum Himmel. Und er wollte Anteil haben an dem Gan Eden von Avraham Avinu. Er hat gesagt, Avraham Avinu war bereit, für Gott alles zu tun. Und auch ich war bereit, für meine Werte zu sterben. Deshalb verdiene ich es, mit Avraham Avinu zu sein. Hat man ihm im Himmel so gesagt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dir und Avraham Avinu. Avraham Avinu war bereit, für Gott alles zu tun, wie es ihm Gott befohlen hat. Und du warst bereit zu sterben für Dinge, die du für richtig empfunden hast. Avraham Avinu hat nicht Dinge gemacht, weil er so dachte, dass es richtig ist. Gott hat ihm gesagt, er hat es nicht verstanden, es gab keine Logik, er hat es trotzdem gemacht aus Hingabe zu Gott. Und du, Sokrates, warst bereit zu sterben, weil du dich entschieden hast, dass das, was du denkst, was du glaubst, wichtiger ist als dein Leben. So, das ist der große Unterschied zwischen Avraham Avinu, seiner Hingabe zu Gott, und wir, seine Nachkommen, und unserer Hingabe und unserer Bereitschaft für Gott, alles zu tun, wenn es darauf ankommt. Und zwischen allen anderen Leuten, die auch, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch guten Abend, alles Gute. Und wenn aus diesem Schiur zumindest jemand hier eine Tat, eine Mitzwa auf sich nimmt, und es muss nicht mal eine zusätzliche Mitzwa sein, sondern eine Mitzwa, die er jetzt schon macht, aber auf sich nimmt, das gänzlich für Gott zu tun, ohne dass er was sich davon erwartet, ohne dass er was davon hat, ohne dass er an seinen Nutzen denkt, sondern ich mache das wirklich nur der Wahrheit wegen, weil es Gott von mir möchte. Und ich möchte mich mit dieser Tat, die ich nur für ihn mache, wirklich mich an Gott wirklich binden, für ihn, dann war es schon alles wert. Alles Gute und Erev Tov. Erev Tov, Tadarabat. Hazakuloch.